Mal eben wohin fahren, für mobilitätseingeschränkte Menschen eine Herausforderung. U-Bahn-Haltestellen haben verschiedene Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Fahrstühle und Leitstreifen, aber auch erhöhte Bahnsteige, damit beispielsweise Personen im Rollstuhl problemlos ein- und aussteigen können. Aber welche ist die richtige Tür bei einem nur teilerhöhten Bahnsteig? Die Lösung? Das Schachbrettmuster. Diese Markierung symbolisiert auf allen Bahnsteigen den Bereich, an dem das Ein- und Aussteigen niveaugleich möglich ist. In der U-Bahn findet sich das Schachbrettmuster als Piktogramm wieder und hilft so, den optimalen Ausstieg zu finden. Es treffen also das Schachbrettmuster am Bahnsteig und das an der U-Bahn-Tür aufeinander und lassen so erkennen, wo man barrierefrei aussteigen kann. Damit das klappt, sollten alle Fahrgäste darauf achten, die Schachbrettmuster am Bahnsteig und die entsprechenden Türen in der U-Bahn freizuhalten, damit mobilitätseingeschränkte Menschen einfacher an ihr Ziel kommen. Das Schachbrettmuster ist also genauso wie Fahrstühle und Leitstreifen unverzichtbar für den barrierefreien Ausbau. Über 90% der U-Bahn-Haltestellen in Hamburg sind bereits barrierefrei ausgebaut. Und die 100, die haben wir im Blick.